Hey Leute, ich teste heute Notruf Hamburg-Mythen und zwar geht es um die Ausrüstung bei der Polizei und wie wir bei Bibo schon sehen. Aber genau um dieses Ding geht es heute. Angeblich soll das ja mehr Schutz bieten und das haben wir irgendwie noch nie wirklich geglaubt. Und bei der Polizei gibt es ja als SEK-Job auch angeblich 60% Körperschutz, bei den anderen nur 35%. Und das testen wir heute. Während wir uns vorbereiten, schau in die Beschreibung, da findet ihr Bibos Kanal und auch sämtliche andere coolen Links wie mein Discord-Channel. Jetzt natürlich viel Spaß beim Video. Leute, da sind wir auch schon. Ich habe die Crime-Boss-Rüstung Nixbox hier jetzt schon an und wir entfernen uns jetzt mal hier so ein Stückchen voneinander. Dann gehe ich mal hier hin und dann testen wir das Ganze mal aus. Ich packe meine Waffe erstmal weg und du ballerst erstmal auf meine Brust einfach mal. Soll ich jetzt schießen? Okay. Ja. Deine Brust auf deine Brust. Bop! Boom, okay. Das hat gar nichts gemacht bei mir. Hat das bei dir Schaden gemacht? Ja. Ich habe gar keinen Marker gesehen. Zwar noch ein bisschen, ich bin echt überhaupt nicht. Dort. Nee, gar nicht. Okay, warte. Ja. Okay. Und jetzt? Auf okay, Kopf. Okay, ich hab ein bisschen. Mach doch mal auf die Brust. Jetzt illegaler Waffeneinsatz. Ich hab mir. Was, lol? Warte, und jetzt? Hä, warum? Das verstehe ich ja auch nicht. Jetzt geht's. So, jetzt hat's einen Marker gegeben. Okay, aber das ist auch mal gut zu testen. Das ist ja auch mal gut zu testen. Nur wenn er eine Waffe in der Hand hat, ist es anscheinend legal, einen abzuschießen. Aber ich meine, ich habe gerade Schaden bekommen, auch beim ersten Mal, als ich keine Waffe Aber da habe ich auch gut, keinen Marker. War das derselbe Schaden denn aber? Ja, Das war so in etwa. Ja, doch, genau derselbe Schaden. Auf jeden Fall. Okay, warte. Da werde ich jetzt einmal ganz kurz hier. So, und zick. Dann nehmen wir, okay, ich habe jetzt ein klein bisschen Schaden mehr genommen schon, aber mach nochmal jetzt den Selbstschuss. Allein wenn du es abgesetzt hast, hast du mehr Schaden runtergekriegt, ausgezogen hast, oder was? Nee. Ah, okay, ich dachte schon. Der Keks hat noch nicht ganz geheilt. Okay, ja gut, ich habe echt mehr Schaden bekommen. Ah, okay. Interessant, hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, okay. Sehr gut. Und dann schieß mal auf den Kopf. Und bam! Boom, okay. Das hat auch schon ein gutes Stückchen jetzt abgenommen. Und wenn wir jetzt wieder das Ding hier anziehen, schieß nochmal auf den Kopf. Bam! Okay, das kam mir jetzt vor, als wenn es genauso viel gewesen ist, tatsächlich. Vielleicht den Kopfschütze ausgenommen halt, ne? Also, ja, das könnte ich mir vorstellen, weil dann du hast ja eigentlich auch nur eine Schutzweste an und dein Kopf ist ja ein, ich weiß nicht, Kopfschuss ist halt ein Kopfschuss. Ja. Der ist ja auch rot angezeigt. Interessant. Der ist ja immer, also... Interessant wäre, ob die Beine vielleicht noch einen Unterschied machen dann. Ja. Oder ob das genauso wie der Oberkörper ist. Die Beine, probier mal aus. Und, peng! Illegaler Waffeneinsatz, du musst deine... Und Peck! So, okay. Und jetzt einmal... Ohne das Ganze. Und schieß nochmal. Peck! Boah, okay, das hat auch schon wieder mehr Schaden gemacht. Okay, denn alles außer der Kopf. Ja gut, okay. Der Kopf, aber das macht doch gar keinen Sinn. Schieß nochmal auf den Kopf. Warte. Okay, viel Schaden genommen. Und jetzt mal anziehen das Ding hier. Und jetzt nochmal? Okay. Ich glaube, das macht echt doch ein bisschen was aus. Aber gar nicht so viel tatsächlich. Ich würde sagen, wir testen das eher in dem Sinne, dass ich dich halt totschieße. Ob du so und so viele Schüsse dann brauchst oder so und so viele Schüsse dann halt. Ja, okay. Können wir mal ausprobieren, wenn du volles Leben hast. Ich weiß nicht, wie low du gerade bist. Dann könnte dich unser Kollege hier mal verarzten. Ja, okay. Machen wir kurz Pause. Bitte. Ja, das interessiert mich, ob es mit Weste so, ob der Schaden so minimal unterschiedlich ist, dass du mit vollem Leben so oder so 5 Schüsse aushältst, weißt du? Ich bin voll. G36, du machst genauso viel Schaden, sagst du. Wir machen erstmal mit der Glock weiter. So, soll ich jetzt auf deinen Kopf schießen, um das erstmal zu testen? Wie du willst. Ich schieße jetzt erstmal so lange auf deinen Kopf. Ich würde nicht mal sagen, dass wir uns jetzt noch 5-mal irgendwie totschießen müssen, sondern probier einfach aus. Ja, aber einmal müssen, wollte ich, Brust. Das reicht ja einmal, das müssen wir die 5-mal machen. Ja, aber wie gesagt. So, zack. Und daneben.
4. Wäre jetzt einer noch tot? Also ich habe jetzt Hälfte Energie nur verloren. Hälfte? Das waren 4 nur Kopfschüsse. Echt? Das waren rot auch? Ja, das waren... Lol, okay. Okay, warte mal. Also 4. Und dann jetzt mach nochmal 4 Kopfschüsse so. Und 1, 2, 3. Ich bin jetzt schon fast... Oh, also, oh, oh, ja, okay, jetzt, der vierte. Ja, also da, ich glaube, hätte ich jetzt... die Leben hat, wird man ja schon ein bisschen mäßig geheilt. Also, ja, aber so ein krasser Unterschied ist das gar nicht eigentlich. Das ist ja... Aber ich hätte gar nicht gedacht, dass man so viele Kopfschüsse überlebt. Hätte ich ja auch nicht erwartet. Ja, stimmt, aber das ist das, was ich meine, dass dieser Unterschied so gering ist, dass es eigentlich egal ist, ob du eine Rüstung trägst oder nicht, weil du eh nach 8 Schüssen so oder so bei vollem Leben K.O. gehst. Und nicht 7 oder so. Dann bringt das halt doch gar nicht so. Ja, es ist halt täuschend. Es ist täuscht dich, um zu flüchten vielleicht, wenn du schon angeschlagen bist oder sowas. Dann kannst du vielleicht genau diesen Millimeter Leben machen oder wenn du runterspringst oder sowas. Genau. Okay, soll ich das interessant. Jetzt mal bitte aufsetzen? Ja, ich bin gespannt, was SEK und Dings für einen Unterschied macht. Okay, dann mach ich erstmal auf die Brust. 1. Oh, das ist ja fast gar nichts. 2. Ja. 3 und 4. Ja, so, ja, ein bisschen weniger als Hälfte Leben. Ein bisschen mehr noch als Hälfte Leben habe ich noch. Ich heile schon. Schieß mich ab. Ja, das heilt voll schnell eigentlich. Soll ich jetzt mal auf Kopf? Ja, mal nochmal 4. Oh, ja, da ist schon mehr. 3. Ich habe jetzt nach dem nächsten wäre ich tot, okay. Ja, okay, dann ist das genauso wie bei mir. Genauso wie bei Ja, aber du hast nur 4 überlebt. Ja, du hast aber doch voll viel Energie irgendwie gefühlt. Ja, also ich glaube, nachdem wäre ich aber eben tot gewesen, glaube ich. Also jetzt nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich glaub, mach mal gleich, warte. Er soll mich mal. Wo ist er hin? Wo ist seine Kollegin? Holt kurz. Ja, ich gehe mal kurz ins Bett. Ich gehe kurz ins Bett. Dann haust du mich gleich mal voll ins nur in Kopf, das wird mich. Oder nur in Brust und das würde mich mal interessieren. Also okay, das ist ja. Okay, ich habe auch 35. Weißt du zufällig, wie viel Prozent der Criminal Pass gibt gerade? Ich wollte gerade sagen, das finden wir nochmal kurz raus, weil wir als Polizisten haben 35% Körperschutz. Also wenn jetzt Leben 100 ist, dann haben wir 135 Leben. Leute, so könnt ihr euch das vorstellen. Ein SEK sollte... Die Polizei ja doch deutlich mehr Leben als Crimes. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Und jetzt überlegt ihr mal, als SEK, der hat ja 160%. Also insgesamt dann 160 Punkte. Ja, Leute, das ist schon... Tatsächlich steht das gar nicht im Crime-Boss-Dingsbums drin. Da steht nur kostenlose Schlagringe, 25% Rabatt auf alle Items, 25% mehr Geld beim Verkauf von Diebesgut und Sniper. Außerdem bekommst du eine Schutzausrüstung, die du anziehen kannst, wenn du ein Fahndungslevel erreicht hast. Aber da steht nicht, wie viel Prozent das bringt. Deswegen habe ich immer gedacht, das ist fake, das ist die Laber nur. Komisch, Leute, das ist echt seltsam. Vor allem bei den anderen gibt es ja eine Prozentanzahl, deswegen. Jojo. Schon seltsam. Hallo Bibo, wie geht's dir? Deswegen, das ist sehr irgendwie ganz interessant. Aber gut, dann macht das halt echt gar nicht so einen krassen Unterschied aus. Aber vergleichsweise hat die Polizei halt so viel mehr Leben, das ist ja eigentlich. Ja, also wirklich, ich gehe jetzt auch nochmal ins SEK rein, würde ich sagen, wenn ich voll bin. Genau. Und dann testen wir das damit einfach mal, weil die 60%, das ist ja nochmal das Doppelte von dem, fast das Doppelte von dem, was ich jetzt habe. Der SEK ist ja Ultra-OP. Ja, ne, wir müssen häufiger SEK spielen. Ja, wirklich, aber der Bug ist auch immer noch da, ich habe ihn gestern gehabt, aber mit Controller, muss ich sagen. Also ich habe Controller gespielt, ich weiß nicht, vielleicht lag es daran. Aber der Bug war da. Ja, okay. So, SEK, zack. Und da. Vor allem ist stumpf, Leute. Vor allem die Uniform anziehen hat da bei dir ja was gebracht. Also vielleicht ist das beim SEK aber auch so, wenn ich die Uniform ausziehe, dass das Leben vom SEK halt wirklich runtergeht. Weil wir spielen ja immer ohne Helm. Vielleicht ist es dadurch gar nicht so dieses Ultra-Upgrade gewesen, weißt du? Jojo. True. So, Leute, auf dem Weg ins Krankenhaus und, fetten Unfall gebaut. Ja, beizubehalten. Aber okay, cool. Das ist so interessant irgendwie, jetzt mal wirklich Bescheid zu wissen, dass so ein SEK halt wirklich so viel mehr Leben hat. Ja, also ich sag mal, 10 Schüsse hätte der jetzt ausgehalten. Nein, gar keine Blut, nein, keine Blut. Die 10 Schüsse hätte er auf jeden Fall ausgehalten. Jetzt machen wir dasselbe nochmal ohne. Okay.
Udo-Rüstung. Zack. Ich bin full life und du kannst und, 8-mal auf mich feuern. Aufs Gesicht? Nee, ja, aufs Gesicht, genau. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, nee. 3-mal nicht getroffen. Einmal hast du, glaube ich, noch. Also, ich habe 2-mal keinen Schaden noch gekriegt. Ich habe auf jeden Fall weniger. Also, ich habe immer noch Leben. Also, einmal wäre ich noch tot. Da war das so, ich habe 2-mal nicht getroffen. Ich habe 2-mal nicht getroffen, glaube ich. Okay, ja, dann macht das tatsächlich keinen Unterschied beim SEK. Ja, deswegen. Ja, okay, dann. Also, beim SEK können wir mal rumlaufen, wie wir wollen. Und jetzt nochmal zum finalen Test. Weil wir wissen, wie viele Sniper-Schüsse werden aushält eigentlich. Boah, man kann zwar einen Sniper-Schuss auf den Kopf machen. Und einen auf den Bauch, so, ne? Ja. Und Kopfschuss. Okay. Und jetzt nochmal auf den Kopf. Und Kopfschuss. Das bringt schon ein gutes Stück mehr. Also, du hast mir ungefähr so 40% Leben abgezogen. Okay. Crime-Boss und ohne hast du mir gerade so diese 60% einfach Was jetzt aber noch interessant wäre, wirklich zu wissen, ob unsere Lebensbar wirklich halt ein maßstabgetreu ist, das ist nicht die Hälfte, weil es gibt ja in vielen Spielen halt, dass die letzten 10% viel mehr Leben sind als die anderen 90. Weißt du, was ich meine? Dass die viel, viel schneller. Weil es kommt mir halt so vor, sobald der Bildschirm rot wird, habe ich das Gefühl gehabt, dass mein Leben viel schneller runtergegangen ist. Ja, okay, aber interessant. Ja, aber weiß nicht, wollen wir das dann auch noch jetzt austesten? Ob das Leben, ich weiß nicht, wie man das jetzt genau testen könnte. Okay, dann nicht. Ja, ich wollte gerade sagen. Dann haben wir es ja eigentlich. Interessant. Ja. Also. Wir merken uns, SEK ist eigentlich OP. SEK ist richtig OP. Also Leute, wirklich, es gibt ja nichts mehr, was mehr Leben hat als der SEK. Der holt ja mal easy ein paar mehrisch. Hast du einen Sniper dabei? Nee, leider nicht. Ah, den Sniper-Schuss hätte ich jetzt doch gerne auf mich gesehen. Ja. Wie viele das so... Ja, okay. Aber Leute, machen wir das vielleicht beim nächsten Video. So sieht's aus. Video hier einfach nur diese zwei Sachen einmal austesten wollen, weil ich das schon so lange im Kopf habe. Aber wirklich? Diese Primeboss-Schutzausrüstung wirklich etwas bringt, aber anscheinend bringt sie doch ein bisschen was. Es ist nicht überragend heftig, es ist gar nicht vergleichbar mit einer SEK-Gedönse hier. Gar nicht. Also die SEK, das hat mich heute noch mal mehr überzeugt. Ja, auf jeden Fall. Die SEK hat aber richtig überzeugt. Ja, Freunde, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Checkt unsere Beschreibungen. Bliblablub, abonnieren nicht vergessen und so weiter und so fort. Und dann, sehen wir uns beim nächsten Video. Und checkt die Beschreibung für Discord, ganz wichtig. Leute, Discord, ganz wichtig. Ciao, ciao.